der Luca und bin jetzt seit April hier im Pre-College im Bereich Jazz und Popularmusik. Mein Hauptfach ist Gesang und Klavier. Also ich heiße Clara und ich studiere Geige. Hallo, ich bin Joaquín Espurúa. Mein Name ist Sato Hasegawa. Ich habe ursprünglich von meiner Mutter davon gehört und die hat mich dann mal gefragt, ob ich nicht auch Lust darauf hätte, weil ich halt auch selber im musikalischen Bereich halt davor schon aktiv war. Dann habe ich mir das hier halt mal angeschaut und ich habe auch früher hier Klavierunterricht gehabt tatsächlich, also war schon einige Jahre her. Meine Geigenlehrerin, die mich bis zum Abitur unterrichtet hat, hat mir gesagt, dass ich hier vorspielen könnte und danach habe ich dann im Sommer 2019 die Aufnahmeprüfung fürs Pre-College gemacht. Ich habe im Internet vom Tag der offenen Tag erfahren und bin bei der Besichtigung ins Gespräch mit Flaukan gekommen und habe mich dann für das Pre-College beworben. Besonders für mich ist gut, dass man alles zusammen lernen kann. Also erst einmal im Aufnahmeprüfung muss man Musiktheorie auch teilnehmen. Jazz habe ich tatsächlich, damit habe ich tatsächlich relativ spät erst angefangen. Ich denke, dass man so eine Studienvorbereitung schon nutzen sollte, wenn man dann auch richtig anfängt mit dem Studieren, je nachdem auch welchen Stand man halt hat. Es gibt natürlich halt welche, die schon ein bisschen weiter sind, aber da ich halt ja schon noch sehr am Anfang war oder auch noch relativ am Anfang bin, ist es dann natürlich schon sinnvoll, das Pre-College halt auch zu wählen, um sich dann dafür halt optimal vorzubereiten auf das eigentliche Studium. Lehrerinnen sind wirklich alle sehr nett und alle helfen für unser Studium und unsere Aufnahmeprüfung. Und ich freue mich sehr, dass ich hier so nicht nur Geige, sondern alle Musik lernen könnte. Ich finde, dass alle die Leute hier im Konservatorium super nett sind, nicht nur Lehrer, sondern auch Kollegen, Studenten und andere Leute. Und ich finde das super. Ich fühle mich wie zu Hause und kann man auch zusammen lernen, zusammen spielen. Das ist wichtiger für mich. Ja, ich finde, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre hier. Also man kennt hier natürlich, also natürlich ist es halt so, dass der klassische Bereich schon größer ist als jetzt der Jazzbereich. Das heißt, im Jazzbereich kennt man halt soweit alle Leute halt. Aber ansonsten, ja, so Atmosphäre finde ich gut und ich finde es auch ganz angenehm. Und auch die Möglichkeiten, die man hier hat, finde ich halt auch ganz gut. Die Aufnahmeprüfung ins Pre-College, da war ich natürlich ziemlich aufgeregt. Ich hatte zwar schon mal Frau Kummer-Buchberger vorgespielt und hatte auch kurz davor auch Frau Kang vorgespielt. Also da musste ich ja auch Hauptfach Geige vorspielen, Nebenfach Klavier und eben Theorie, Tonsatz und Gehörbildung machen. Im Hauptfach war ich natürlich am meisten aufgeregt. Es hat aber natürlich sehr geholfen, dass ich beiden Lehrerinnen schon mal vorgespielt hatte und zumindest so ein bisschen Kontakt zu ihnen schon aufgebaut hatte, was ja eh sowieso immer hilft. Das sind, ja gut, Gesang, Klavier. Ich habe viel gearbeitet in Theoriefächer, zum Beispiel Vorschulung, Harmonie und Musiklehrer. Natürlich muss man auch die Musik auf Deutsch verstehen. Das war neu auch, interessant. Ich verbringe jeden Tag viel Zeit im Konservatorium und übe ich auch viel. Und ich denke, dass ich auch in der Zukunft noch lange vom Konservatorium begleiten werde. Ich habe mir jetzt auch nicht ohne Kunst ausgesucht, auch hier zu machen, also hier anzufangen, weil ich denke, das Konservatorium ist auf jeden Fall ein guter Ort, um halt hier anzufangen. Ja, Jazz bedeutet mir extrem viel. Also auch wenn ich erst relativ spät damit halt angefangen habe, macht es mir total viel Spaß und ich gehe hier auch gerne hin, komme hier auch oft vorbei, auch wenn ich hier jetzt keinen Unterricht habe, um halt zu üben, weil man hat hier halt auch die Ruhe und auch die Ressourcen und die Möglichkeiten, halt auch hier richtig Musik zu machen. Ich glaube, für mich, ich bin Ausländer auch in Deutschland, ich glaube, es ist ein bisschen schwer, immer wie zu Hause sich fühlen.
Und ich habe auch andere Schulen besucht, aber ich finde, im Konservatorium kann ich mit all den Leuten auch eine Beziehung haben. Natürlich nicht so, aber wir sprechen und hier mit Kollegen und Lehrern, alles geht, alles ist super, wie natürlich und leicht und alles mit Spaß. Und kann man zusammen lernen, verbringen. Das ist schon, ja. Yeah.